YouTube, willkommen aus Tonis Berlin Dschungel Setup. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir schauen uns heute Discord-Memes an. Live im Stream. Oh nein, jetzt kommt sie schon wieder mit den. Nein, ich will diese blöde Bizeps-Meme. Ich will es nicht schon wieder haben. Okay, 25. Nein! 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 Seid so nervig. Es sind keine immer noch 25. Mann. Mein Arm ist jetzt natürlich auch nicht. Guck mal, sogar unangespannt sind wir bei 2. Aber angespannt sind wir bei Actual 3. Ich inzwischen. Chat. Scheiß-Edit. Scheiß-Edit. Erstens, nein, ich habe einen stabilen Bizeps. Ich würde ihn euch. Ja, ich habe die letzte Woche nicht trainiert und man sieht's. Ich habe auch leider kein Maßband da. Schade, deswegen kann ich es leider nicht beweisen. Ich weiß es nicht. Kind muss wahrscheinlich nach oben. Oh! Aua! Das Lustige an dem Clip ist, dass irgendwie mein Puls hochgegangen ist und mein Puls irgendwie so auf... Auf wie viel ist mein Puls hochgerutscht, als ich dieses Kind gesehen habe? Auf 130! Auf 130! Mein Puls ist auf 130 gegangen, weil ich ein Kind gesehen habe. Man merkt, ich bin auf jeden Fall noch nicht alt genug, um ansatzweise irgendwie Kinder zu bekommen. Das ist echt, das ist nicht mein Jam, wirklich. Ist das... Wieso ist mein Kopf... Ach so, ist die Next-Level-Statue. Ich hatte, es ist mein Kopf auf der Freiheitsstatue. Ich war so verwirrt. Toni will einen normalen Satz sagen. Voice Crack. Ey, meine Voice Cracks sind schon besser geworden. Ich habe das Gefühl, ich verspreche mich wieder öfter, aber meine Voice Cracks sind solide geworden inzwischen. Die sind okay. Besser ein Messer im Kreuz als ein Messer im... Arsch. In der Milz. Ah, ja, in der Milz. Ja, das stimmt. Mutter, wenn sie in dein Zimmer kommen. Das ist so verschissen, dieses Zimmer. Das ist so viel Scheiße. Ich weiß nicht, was ihr so für Zimmer habt, aber meine Mutter kommt immer rein und ist so, also ich wohne nicht mehr zu Hause, aber als ich nur zu Hause gewohnt habe oder in der Zwischenzeit letztes Jahr, als ich wieder zu Hause gewohnt habe, war es eher so ein, so viele Teller, so viele Gläser. Ich kann mir nochmal hochbringen, ja? Antonia, ich bin nicht das komische Nachbarskind, auch Antonia. Scheiß komische Nachbarskind-Memes. Ich sag's euch noch ein letztes Mal, Chat. Ich sag's euch noch ein letztes Mal. Ich bin nicht das komische Nachbarskind. Das komische Nachbarskind ist ein Scheiß-Meme. Das komische Nachbarskind ist genauso ein schlechtes Meme wie 1:1 oder sonst was. Es ist scheiße. Es ist nicht mehr lustig. Ich bin's nicht. Ich war nicht das komische Nachbarskind. Meine Nachbarn haben mich gemocht. Die zwei Freunde, die ich hatte in meiner Nachbarschaft, mochten mich. Und ja, akkurat. You already know. No prepare for... Ja, das passt, ist akkurat. Die haben mich angefragt, ich habe gesagt, nee. Happy Hippo Kakao. Ja, Kinderschokolade fragt mich an. My parents in their 20s, let's buy this house and have 3 children. Me in my 20s. Ja, und ich finde, da seid ihr deutlich erfolgreicher als eure Eltern. Ihr kriegt durch meinen Stream Allgemeinbildung, Finanztipps. Ihr seht gutes Gameplay, um später eine eigene E-Sports-Karriere zu machen. Und ihr seht einen Menschen, der super lustig ist. Und cool. Toni am ersten Tag, an dem sie angekündigt hat, shredded zu werden. Toni nach 2 Wochen, die schon fast einen Klimmzug kann. Toni, der nach einem Monat immer noch nur fast einen Klimmzug schafft. Fuck you. Ich kann einen Klimmzug fast. Aus der Position, wo ich hänge, kann ich einen Klimmzug, Chad. Also nicht hängen. Aus der Position kann ich einen Klimmzug. War vor 3 Wochen schon so. Nee, vor 3 Wochen konnte ich aus der Position ein. Jetzt kann ich aus der Position ein. Es wird immer besser. Ich bin sehr knapp. Gib mir noch 3 Monate, dann kann ich 3 Klimmzüge. Don't clip it. Ich sag mal so, ich wäre nicht abgeneigt, was mit Reef zu machen. So rein theoretisch gesehen, okay? Ist halt recht attraktiv. Sagen wir es so, wie es ist, ne? Gut. Ich kann das nicht, wenn Maxi diese Frage beantwortet. Ich fühle mich, als wäre ich so seine Mom oder so, weißt du? Habe ich ihn gerade gemom-zoned? Ja, ungünstig. JY. YJ. Cobra, do you find the difference between this picture and this picture? They're the same picture. Ich weiß, dass das erste ist, wie man YouTube schreibt. Nein, stopp. Das erste ist, wie man Jojo schreibt und das zweite ist, wie man YouTube schreibt. Es ist aber für mich ein bisschen derselbe Scheißbuchstabe, weil ich finde, es macht keinen Sinn. Jojo, YouTube. Jojo. Du sprichst den Buchstaben gleich aus. Es gibt keinen Unterschied in der Aussprache und dementsprechend ist es für mich derselbe Buchstabe. Also ich weiß, mit welchem man die Wörter schreibt, aber ich tue mir schwer zu sagen, welches ist. Wenn ich jetzt
den Namen Johannes schreiben muss, weiß ich, ich schreibe es mit dem linken. Ja, wenn ich jetzt den Buchstaben Johannes buchstabieren müsste, wäre das kurz schwierig. Happy, sad, depressed, suicidal, Frau auf dem Markt umarmt. Oh. Du heute Nacht mein Sklave sein, gehörst du mir heute ganz allein. Ich will mit dir die Sterne sehen. Aber wieso passt es so gut auf den Tag? Wie kann das sein? Werde ich mich an dir vergehen. Ich bin von dir in den Visier. So nah, ich hab dich verführt. Und ich nach deinem Körper schiele. Denk ich nur an Dr. Schiele. Es ist so gut abgemischt gewesen. Holy shit. Ja, MC Tonton Chat. Seid ihr bereit für mein Album? Habt ihr Bock, Jungs? Habt ihr Bock? Jungs am 30. November. Jungs am 1. Dezember. Die ganzen Leute, die nicht mitbekommen, also die ganzen Leute, die gerade diesen Stream schauen oder auf YouTube, die nicht mitbekommen haben, warum ich dieses Kostüm hier anhatte, werden so verwirrt sein. Ich war da beim Filmdreh von Gnu, auch hier, wo ich so einen Bully spielen sollte und da habe ich so Muskeln bekommen und so weiter. War ich hier komisch geschminkt, so ungeschminkt oder wie auch immer. Es war weird. Wenn du als Kind deine Eltern für eine Sekunde aus den Augen verlierst. Ich habe die Orientierung verloren. Wie bitte? Ich habe die Orientierung verloren. Ich verstehe nicht, was ich sage. Ich habe die Orientierung verloren. Ich habe die Orientierung verloren. Ah, die Orientierung. Ihr seid so brutal, dass ihr wollt, dass ich wieder Resident Evil spiele. Schaut mich an, wenn ich Resident Evil spiele. Guck mal, wie rot ich bin in Annis Kamera, die einem ein Babygesicht macht. Wirklich, mir geht's ganz offensichtlich, geht's mir wirklich schlecht. Oh Mann. Oh Mann, ich hab die Orientierung verloren. Ich weiß nicht, wenn ich lang muss. Schrecklich. Nein. Ich glaub hier. Ich glaub hier. Ja, es ist schrecklich. So random. Toni, würdet ihr mich noch schauen, wenn ich so die ganze Zeit bin? Das wäre eine extra Frage, die ich euch stellen würde. Aber seid ehrlich, würdet ihr mir noch zuschauen, wenn ich alle 10 Minuten kurz so sein würde? Nur für so 5 Sekunden. Würdet ihr mich noch schauen? Is no difference. Bist du schon? Okay, ja, ja, ja. Also ja. Also ja, theoretisch. Also ja. Toni, wenn sie nach Deutschland kommt. Die Insel hat mich verändert. Mit jeder Faser, mit jedem Gramm von mir bin ich ein anderer Mensch. Ja, richtig. Madeira hat mich verändert. Crazy Girl. Ich habe Voluntary Work gemacht. Auf Madeira. Was ist das? Kann dieser Clip nicht einfach sterben? Kann dieser Clip nicht einfach aussterben? Ich sag's so, wie es ist. Er existiert jetzt schon wirklich zu lange. Dieser Clip existiert exakt 2,5 Jahre zu lange. Oder so circa. Es ist Zeit für ihn zu gehen. Es ist Zeit. You can go, Clip. You can go. Es ist auch literally einfach nur der Clip. Da ist nicht mal ein Meme drin. Toni nach mehreren Monaten Aktivsport. Expectation Reality. Oh Mann. Ja, ich weiß. Aha. So. Ich sag's so, wie es ist. Ich würde mich selber heiraten. Wenn ich steuerliche Vorteile bekommen würde, ich würde niemals mit mir selber zusammen sein wollen. Das wäre schrecklich. Das Problem ist, ihr wisst, ich bin ein bisschen schwach. Mein Körper ist ein bisschen wack. Ich habe einen Serotoninwert von 11. Der von der normalen Frau in meinem dem Alter ist 140. Serotonin ist dafür da, um in Stresssituationen gut umgehen zu können. Und es ist das Glückshormon, das einem hilft, in Stresssituationen am Start zu sein. Mein Wert ist bei 11. Sobald ich nur ansatzweise Stress habe, bin ich so. Ich glaube, ich habe keinen Sinn im Leben. Ich glaube, ich werde nichts mehr erreichen im Leben. Und ich glaube, ich sollte einfach meine restliche Lebenszeit damit verbringen, zu schlafen. Und jetzt imagine, ich hätte einen Partner, der genauso wäre. Und dann würden wir einfach zusammen gegenüber voneinander sitzen und wären beide so, wir können nichts. Wir sind Loser. Es wäre schrecklich. Es wäre grauenhaft. Wirklich. Also jetzt unironisch, es wäre so schlimm. Außerdem würde ich mich selber nerven, glaube ich. Obwohl, ich finde mich manchmal auch manchmal lustig. Vielleicht find ich es funny. Ich weiß nicht. Weiter. Ich bin in 3 Monaten sowieso shredded. Dann könnt ihr mir gar nichts mehr. I was made for loving you, baby.
das wirklich Traurige hieran ist halt, dass ich mir in dem Moment, in diesem Stream, wirklich in diesem Moment den Bizeps gezerrt habe. Kein Witz. Und dann in einer Woche oder eineinhalb kein Sport machen konnte, weil ich mir den Bizeps gezerrt habe. Fuck, manchmal stehe ich vom Spiel und denke mir so, der, du siehst aus wie so ein Chicken-Nugget. Ja. Nein, 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 nicht im Gesicht. Mein Körper sieht aus wie ein Huhn. Hier, das ist der Haargummi. Achtung, 3, 2, 1. Der Trick klappt aber eigentlich. Hä? Ach komm, scheiß drauf, Digga. Ich lass es. Aber ich bin mir sehr sicher, dass, also ich habe den, ich habe das Gefühl, dass du eigentlich sehr gut mit Geld umgehen kannst. Hey, die beiden Teddybären haben nur, ich glaube, 50 Euro jeweils gekostet, 100 Euro jeweils gekostet. Die Pinguinmütze war auch nicht so teuer. Das Pack-Opening, okay, okay, ja, das Pack-Opening war scheiße. Das war einfach nur, ja, das war einfach nur Geld, das war einfach nur Money Waste. Ja, ich bin gut weggekommen bei dem Clip. Puh, Glück gehabt. Ich schaue Toni auf YouTube, ich schaue Toni auf Twitch, ich schaue Noani und Noani. Ship Dogs. 6 Stunden Stream, 12 Stunden Stream, 7-Tage-Stream. Hey, ich freue mich auf den 7-Tage-Stream. Der wird echt funny. Leute, wir machen einen 7-Tage-Stream. Vom 7.7. bis zum 40.7. streame ich komplett durch. Ja, bevor ihr in den Kommentaren fragt. Auch wenn ich schlafe. Es ist, wie es ist. Kommt vorbei. 7.7. fängt's an. Shiptalker, Toni, die einfach nur mit Leuten befreundet ist. True. True. Ah, schön. Das waren die Memes von heute. Die Memes haben Spaß gemacht. I appreciate. Danke fürs Einsenden. Lass ein Like da. Tschüss, YouTube.